Neujahrsempfang der CDU Rhein-Lahn. Auf der Lorelei Elegance herrscht Hochbetrieb. Über 250 Gäste waren gekommen, um Neues über den politischen Kurs der Partei vor Ort zu erfahren. Hier warten die Mitglieder gespannt auf die Bekanntgabe der Nominierung des Landratskandidaten. Dazu Matthias Lammert. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird nicht darum gehen, dass wir den Bekanntesten im Rhein-Lahn-Kreis als Landrat aufstellen. Bekannt ist auch Kasperl und Seppel. Aber die Frage ist, wir wollen den geeignetsten Kandidaten aufstellen und wir wollen denjenigen aufstellen, der auch Landrat kann. Eine Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die unseren schönen Kreis repräsentiert. Und da sind wir uns einig. Und der Kreisvorstand hat heute Morgen ihn auch nominiert. Und ich darf mit Ihnen gemeinsam begrüßen unseren Landratskandidaten Günther Groß. Ja, liebe Parteifreunde, liebe Parteifreundinnen, verehrte Gäste. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Günther Groß, ich bin 50 Jahre alt und habe letzte Woche im Radio gehört, 50 ist die neue 30. Dazu sage ich aber gleich noch einen Satz. Verheiratet bin ich seit über 25 Jahren mit meiner Frau Ute, die hier vorne sitzt. Unsere Kinder sind Alexander und Katharina, auch sie sind heute mit dabei. Beruflich bin ich bei der besten Bank der Welt. Bei der besten Bank der Welt, das sage ich aber nicht nur hier, lieber Ottmar Kanz, das habe ich auch gestern Abend in Bad Ems gesagt. Gell? Und bin dort als Prokurist beschäftigt, verantworte die Bereiche Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, elektronische Bankdienstleistungen und weitere Dinge. Ich bin Vorsitzender des Kur- und Verkehrsvereins in Lahnstein, der Volkshochschule in Lahnstein und Sitzungspräsident des Niederlahnsteiner Karnevalvereins. Ja. Mit 16 bin ich in die Junge Union eingetreten, mit 18 in die CDU und seitdem auch in verschiedenen Ämtern tätig. Meine, sag mal, größten Taten als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in Lahnstein waren zum einen die Zusammenlegung der Ortsverbände Nieder- und Oberlahnstein, bei dessen Gründungsversammlung der damalige Landesvorsitzende Johannes Gerster mich als neuen Vorsitzenden vorschlug. Über 200 Mitglieder und Gäste waren damals anwesend, davon gut 150 Stimmberechtigte. 111, das mag jetzt eine karnevalistische Zahl sein, stimmten damals für mich, 40 für den Gegenkandidaten. Das Ganze hat aber auch keine bleibenden Wunden hinterlassen, denn der damalige Gegenkandidat ist da. Herzlich willkommen, lieber Edi Wolf. 50 ist die neue 30, habe ich eben gesagt. Der Trendforscher Peter Wippermann hat das vor kurzem, es war vor einem halben Jahr gesagt, kam aber die Tage nochmal im Radio. Dieses Jahr werden zum Beispiel Henry Maske, Lenny Kravitz, Jürgen Klinsmann 50 Jahre alt. Ich bin 63er Jahrgang, also ebenfalls 50. Bekannte Beispiele sind Brad Pitt und Til Schweiger, die ebenfalls mit mir 50 wurden. Will mich mit denen nicht vergleichen, denke aber, rein optisch halte ich da auch jedem Vergleich durchaus stand. Ja, und die Trendforschung sagt, mit 50 bekommt man nochmal einen Energieschub, sagen sie. Wenige, es ist sozusagen eine zweite Pubertät. Jetzt hoffe ich an der Stelle, dass ich wieder Pickel bekomme. Aber wenige bleiben mit 50 bei dem, was sie in den letzten 50 Jahren gemacht haben. Die 50er denken darüber nach, nochmal Neues zu beginnen, nochmal Gas zu geben. Ich auch. Ich will es aber jetzt auch nicht übertreiben mit dem ist die neue 30, nicht, dass einer auf die Idee kommt, ich wollte noch 37 Jahre arbeiten, bis ich dann 67 bin. Also so ist es auch nicht. Ja, wie Sie sehen und die meisten sicherlich wissen, sind wir eine durchaus nicht nur politisch engagierte Familie. Mein Vater war 20 Jahre OB in Lahnstein. Meine Mutter Anita folgte mir 94 in den Stadtrat, in der jetzt meine Schwester Bärbel sitzt. Und mein Bruder Werner, das wissen Sie ja, hat nicht nur die Wahl zum Verbandsbürgermeister in Braubach, sondern auch die in der neuen Verbandsgemeinde Lorelei gewinnen können. Meine Schwester ist in der Seniorenarbeit tätig. Meine Frau Ute hält mir nicht nur den Rücken frei, sondern führt die Geschäfte des Niederlahnsteiner Karnevalvereins und ist zweite Vorsitzende des Partnerschaftskreises Lahnstein-Kettering.
Mein Sohn Alexander, der lebt für die Feuerwehr, arbeitet bei der Stadt Lahnstein, auch für den Karneval lebt er und nebenher fährt er gerne Bus, ist er heute Morgen um 4 Uhr aus Österreich heimgekommen mit einer kleinen Tour, ist aber trotzdem hier. Sehr schön, Alexander. Ja, meine Tochter, die Katharina, ebenfalls engagiert im Karneval, aktive Tänzerin und auch Trainerin. Das soll es an der Stelle aber auch sein. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, der eine oder andere muss ja morgen nochmal arbeiten. Wichtig an der Stelle ist mir aber eins, die Familie, und das habe ich natürlich im Vorfeld auch abgestimmt und abgefragt, steht da voll hinter mir und unterstützt mich bei dieser Kandidatur. Ich habe mir vor ein paar Wochen gar nicht vorstellen können, hier zu stehen. Warum auch? Der Landrat wurde 2011 wiedergewählt, hatte somit noch ein paar Jahre vor sich, nämlich bis zum Jahr 2019. Wir alle waren im Ende des Jahres 2013 im Kommunalkampfwahlmodus und wir waren froh, dass wir eine ausgewogene Liste für die Kreistagswahl am 25. Mai gemeinsam erstellt haben. Da platzt, der Matthias hat es gesagt, am 13.12.2013, der Geburtstag meiner Frau übrigens, die übrigens auch in diesem Jahr 30 wird, also, na, ist klar, die Bombe. In einer Zeit, die dadurch geprägt ist, und das haben wir ja heute Morgen vom Herrn Neutz ebenfalls schon gehört, dass Steuereinnahmen sprudeln wie fast noch nie, dass die Zinsen auf einem historischen Niedrigstand liegen und wir es dennoch nicht schaffen, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. In dieser Zeit zieht der Innenminister Roger Lewenz den Trumpf aus dem Ärmel. Der bei der Bevölkerung sehr beliebte und sehr geschätzte Günter Kern soll helfen. Er soll helfen, als Kommunalpolitiker einige entstandene Brände im Land zu löschen. Der kommunale Finanzausgleich nenne ich an dieser Stelle zunächst. Der Nürburgring, der Flughafen Hahn, der Hochmuselübergang. Alles Dinge, die im Moment am Brennen sind. Und für diese Feuer braucht er natürlich jemand als Brandlöscher. Da hat er sich jetzt als Innenstaatssekretär den Günter Kern geholt. Natürlich, und hier verhehle ich auch nicht eine gewisse Bewunderung, wurde das Ganze von langer Hand und sehr gut eingefädelt. Chapeau, sage ich an dieser Stelle an die SPD. Wenn die SPD aber auch nur im Geringsten an einem Wahlsieg zweifeln würde, hätte sie das sicher nicht getan. Und wie der Presse zu entnehmen war, stört bei der Einführung des neuen Landrats eigentlich nur noch die Wahl am 25.05. Aber auch das Ergebnis scheint ja für viele schon festzustehen. Und genau das, liebe Freunde, ist unsere Chance. Abgerechnet wird ja bekanntlich am Schluss. Verwaltungserfahrung, das stand gestern in der Zeitung, habe ich keine. Ich arbeite in keiner Verwaltung, das ist richtig. Und wenn es in der Rheinzeitung gestanden hat, muss es ja richtig sein, was da steht, ist ja meistens richtig. Aber und auch das möchte ich an der Stelle sagen, es wird ja kein Fachspezialist gesucht, kein Abteilungsleiter oder sonstiges, zu dem ich mich bewerbe, sondern der Landrat, die Stelle des Landrats, derjenige, der vorne an erster Stelle steht und führt. Und Führung habe ich gelernt, praktiziere es jeden Tag und das ist bei uns in der Bank ebenfalls ganz groß geschrieben. Und Verantwortung übernehmen, da liegt ja auch schon da ein weiterer Begriff in diesem Wort drin, Antwort. Wer Verantwortung übernimmt, sucht Antworten und auch das möchte ich tun. Die SPD will Kontinuität und den Wechsel an der Spitze des Kreishauses. Dann lassen Sie uns Ihnen doch diesen Gefallen gemeinsam tun. Wechsel durch meine Wahl und Kontinuität, Matthias hat schon gesagt, damit der nächste Landrat auch wieder Günther heißt. Und denken Sie ans eins, meine sehr verehrten Damen und Herren, verloren haben wir dann, wenn wir nicht antreten. Das heißt also, wir können nur gewinnen. Dazu brauche ich Sie alle, dazu bitte ich Sie, mich zu unterstützen, mich und die Freunde zu unterstützen. Ich möchte ganz ausdrücklich darin auch einschließen den Jens Güllering, der in Nassstetten um das Amt des Verbandsbürgermeisters kämpft und so wie ich das höre, das auch erfolgreich werden wird. Da gehe ich ganz stark von aus und dass wir als kommunale Volkspartei vor Ort möglichst die stärkste Partei im Kreis werden, mit Landrat, mit einem neuen Verbandsbürgermeister, mit einigen Bürgermeistern in unserem Kreis.
zum Wohle unserer Heimat, zum Wohle unseres Rhein-Lahn-Kreises. Herzlichen Dank. Die CDU hat sich für den Kreis professionell aufgestellt. Man darf gespannt sein, was Günter Groß für Land und Leute bewegen will. Der Wahlkampf hat begonnen.